Die Zeit der Selbstsabotage ist jetzt endlich vorbei. Keine Selbstsabotage mehr. Du könntest dir in irgendeiner Angelegenheit etwas vorgemacht haben. Vielleicht hast du dir Gefühle vorgemacht oder du hast ein Wunschdenken gehabt. Vielleicht hast du dich in etwas verrannt oder du hast irgendjemanden Gefühle angedichtet. Also sprich, etwas gesehen, was gar nicht da ist. Vielleicht hast du dir gewünscht, dass er oder sie Gefühle für dich hat, aber es sind einfach keine da. Aber du hast sie dir eingebildet, weil du es so sehen wolltest. Im Job könntest du dir eingeredet haben, dass alle was gegen dich haben, aber eigentlich warst nur du es, die es so gesehen hat. Und weil du dich so verhalten hast, weil du es so gesehen hast, haben die anderen dich auch tatsächlich angegriffen, weil dir gar nicht bewusst war, dass du dich aufgrund dieser Denke so verhalten hast, dass die anderen dich angegriffen haben. Obwohl sie es nie getan hätten, hättest du dich nicht unbewusst so verhalten. Auch für alle, und das kennen wir ja, dieses Thema Prokrastination. Was ist Prokrastination? So ein bisschen Aufschieberitis. Ach, ich habe ja eigentlich eine wichtige Idee, ein wichtiges Projekt, das ich unbedingt machen möchte. Ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte Schauspieler, Schauspielerin werden, ich möchte singen, ich möchte eine Firma gründen, ich möchte dieses und jenes und ich möchte eine Sprache lernen oder ich möchte endlich mal kündigen und die Firma wechseln. Ach, ich möchte so viel. Aber immer dann, wenn es dann hieß, okay, ich mach das, dann hast du dir überlegt, dass du ja eigentlich noch deine Regenstiefel putzen musst. So, jetzt hast du die Regenstiefel geputzt, was gar nicht notwendig war. Das ist Prokrastination, nämlich Dinge tun, die gar nicht nötig sind, aber Hauptsache nicht das machen, was du eigentlich ja vorhast, ja? Dann fällt dir wieder ein, dass du doch irgendwie noch die Wand streichen musst, was auch nicht jetzt vonnöten wäre, anstatt dich dem zu widmen, was endlich gemacht werden muss. Zumindest, was du dir vorgenommen hast zu tun. Alles das hat jetzt ein Ende. Du wirst nicht mehr sabotieren und schon gar nicht mehr dich selbst. Schon gar nicht mehr eine Liebe sabotieren, eine Freundschaft sabotieren, ein Vorhaben sabotieren. Und du wirst dir bewusst werden, wo du mit deiner Wahrnehmung falsch gelegen hast. Du wirst jetzt ein Manifestor. Du wirst eine Manifestorin, um das jetzt mal zu gendern. Du wirst endlich die Dinge angehen, die angegangen werden sollen und müssen. Ohne lange aufzuschieben, ohne lange dir was vorzumachen, ohne immer wieder einen Grund zu haben, warum, weshalb etwas nicht geht. Oder wenn Freunde dir gesagt haben, ich glaube nicht, dass er oder sie Gefühle hat. Doch, 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 du hast immer einen Grund gefunden, warum er oder sie sich so verhält. Das hat ein Ende. Du siehst die Dinge jetzt so, wie sie sind. Du siehst sie klar. Es ist, als ob du eine Brille ausziehst. Eine Brille, die, mit der du immer, wenn du die anhattest, alles so gesehen hast, wie du es sehen wolltest. Oder du hast die Dinge nicht klar gesehen, sie waren verschwommen. Und diese Brille ziehst du jetzt heute oder in den nächsten Tagen, ziehst du genau diese Brille aus, um mal metaphorisch zu sprechen. Und du wirst eine andere Brille anziehen. Diese Brille ist eine Brille, die dich die Wahrheit sehen lässt. Und ich muss sagen, ich sehe nicht, dass es dir damit schlecht geht. Im Gegenteil. Es gibt dir endlich die Klarheit, die du die ganze Zeit gebraucht hast. Denn diese Unklarheit oder dieses vage Gefühl, dass die anderen doch recht haben könnten, dass du dir irgendwie selber was vormachst in dem, was du alles werden und machen willst und tun willst und dir einbildest, einredest, Dinge siehst, nicht so wie sie sind, aber sie so sehen willst. Jetzt bist du froh, dass du endlich ehrlich zu dir selbst bist, dass du aufhörst, dich selbst zu sabotieren, dir selber im Weg zu stehen. Und denn es ist doch mal ganz ehrlich, jemand, der dich einfach nicht will, ja, egal ob Mann oder Frau, hält dich davon ab, jemanden kennenzulernen, der oder die dich wollen würde und vielleicht sogar auch besser passen würde, eine Person, die dich lieben will und dasselbe für dich empfindet und wo auch wirklich was Echtes rüberkommt, wo man sich auch echt mal trifft
und echt zusammenkommt, während das andere immer eine ständige Illusion ist, die Hoffnung auf etwas, was eigentlich nie geschehen wird. Oder dass du etwas angehst, dass du sagst, ich kann nicht immer nur darüber reden, ein Buch zu schreiben, ich muss auch mal anfangen, oder ich fange damit an, dass ich einen Kurs besuche, oder ich rede immer davon, dass ich abnehmen will und Sport machen will und dieses, jetzt gehe ich es an. Ich gehe zu einem Ernährungsberater, Ernährungsberaterin, oder ich melde mich zum Sport an, ich beginne heute, hier und jetzt diese Ernährungsumstellung. Also sprich, es ist egal, was dein Thema ist. Denn ich könnte jetzt hier unzählige Themen aufzählen. Darum geht es nicht. Es geht darum, was ist es bei dir, wo du dich selbst aufgehalten hast, es anzugehen. Wo du bislang nur darüber geredet hast oder dir etwas vorgemacht hast. Also sprich, etwas gesehen hast, wo andere sagen, also realistisch betrachtet sehe ich da nichts. Ich weiß nicht, warum du da irgendwas siehst. Aber du hast es gesehen, weil du es sehen wolltest. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie ich vorhin gesagt habe, du ziehst diese Brille aus und du ziehst eine Brille an, mit der du alles klar siehst, und es wird dir damit auch nicht schlecht gehen. In dem Augenblick, wo du die Wahrheit siehst, wirst du eher sogar ein befreiendes Gefühl haben. Es ist für dich ein befreiendes Gefühl, dass du es endlich angehst und nicht nur darüber redest. Es ist für dich ein befreiendes Gefühl, dass du jemanden loslässt, der oder die dich eigentlich nur hinhält und dich für neue Flirts öffnest. Wo du sagst, weißt du was, die ganze Zeit wolltest du mich da hier mitschleppen auf diese Feier, auf diese Veranstaltung oder diesen Urlaub. Ich komme jetzt mit. Ich bleib nicht mehr zu Hause und warte darauf, dass er oder sie mich anruft oder wie durch ein Wunder vor meiner Tür steht und mir die Liebe gesteht. Nein, komm, lass es uns tun. Gehen wir weg, gehen wir aus, leben wir das Leben, gucken wir mal, ob nicht andere Mütter auch hübsche Söhne und Töchter haben. Ich will flirten, ich will rausgehen und ich möchte jemanden, wo auch wirklich was zurückkommt und nicht nur jemanden, bei dem ich mir einbilde oder glaube oder hoffe, dass was zurückkommt. Ich werde jetzt nicht darüber nur reden, den Job zu kündigen und dann doch hier wie immer in meinem Trott bleiben, sondern ich werde mich jetzt bewerben. Ich tue es jetzt. Ich werde mich jetzt selbstständig machen und nicht nur davon reden. Ich werde jetzt einen Malkurs besuchen und mein Talent ausarbeiten. Ich werde jetzt einen Schreibkurs besuchen, Tanzkurs, Schauspielkurs, Singkurs. Ich werde jetzt meine Idee, die ich habe, patentieren lassen und angehen und recherchieren. Also du wirst die Dinge angehen. Fakt ist, das heutige Thema, also sprich die Tagesenergie für heute oder den nächsten Tagen, lautet: Du fängst endlich an zu manifestieren oder endlich wieder an zu manifestieren, nachdem du eine ziemliche Weile im Nebel warst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Setze dir Ziele und glaube an dich. Du schaffst das. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis dann, deine Sensitiva.